kann ja, das andere ja. Ja. Toll. Ich habe mich heute Morgen zumindest extra noch ein paar eins gemacht. Guck mal, bei Hausliebhaber. Einen kleinen Kinderpunsch. Nicht das alles essen, das ist nicht gut. Gar aber die gut. Figur könnte es vertragen. Ja, trotzdem. Ich wollte gerade eben auf Frau Lohmann warten, ne? Ja, das nicht verpasst. Klein zu Leihnachtsmarkt Hessen steht hier vor dem Kreiskrankenhaus. Ja. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Diese Aktion, die es gibt. Und so früh am Morgen und in den dunklen Tagen. Das ist eine wirklich schöne Einrichtung. Macht einen schönen Start in den Tag. Vielen Dank. Vielen Dank auch an denjenigen, der es empfohlen hat, doch mal bei uns vorbeizukommen mit dem kleinsten Weihnachtsmarkt. Wir sind sehr froh, dass das heute stattfindet. Danke. Das ist natürlich nach diesem Jahr hier in Frankenberg einmal die Unsicherheit aller Krankenhäuser im ländlichen Bereich wegen Finanzierung, das war die Fusion, die zum Teil sehr emotional geführt worden ist, teilweise auch mit falschen Argumenten. Und da kommt der Brand noch oben drauf, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patienten, Angestellte, ganz viel Herzblut hier in den Betrieb gesteckt haben, damit es weiterläuft. Das ist so ein kleines Goodie zu Weihnachten. Ja, genau so sehen wir das auch. Das tut richtig gut und man merkt, es kommt von Herzen und das ist ein schöner Moment in dieser Zeit und besonders in diesem Jahr. Ja. Ich hab mich nur gewundert, warum die 0800 sagst und nicht 069. Der kann sich auch bewegen. Achso, ja, nee, klar. Steffi, komm mal hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ist ja Quatsch. Was geht's um? H1. Schönen guten Tag. Zum Weihnachtsmarkt Hessen. Ja. In Frankenberg. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, mit dem Bollerwagen zu tun? Ja, die Idee ist entstanden. Wir haben überlegt, was wir in der Weihnachtszeit denn so machen könnten. Und dann haben wir über Weihnachtsmarkt nachgedacht und über Punsch. Und dann dachte ich so, Mensch, es gibt Weihnachtsmärkte überall, aber die machen ja immer erst so spät auf. Und für alle, die so früh aufstehen müssen, haben wir gedacht, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und deswegen haben wir uns hier den kleinen Bollerwagen geschnappt und sind unterwegs in Hessen. Das ist heute der zweite kleinste Weihnachtsmarkt hier im Frankenmarkt. Den letzten Montag war die weltberühmte Schranke, der Bahnübergang, der bei den Pendlern für viel Frust sorgt. Aber mit H1 haben so ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, ja, das war schon lustig. Wir standen an dieser Schranke, ich glaube, ich war 3 Stunden insgesamt da. Und am Ende war diese Schranke gefühlt 2 Stunden, 2,5 Stunden zu. Und dann den Leuten im Auto, die das jeden Tag ertragen müssen, zumindest eine kleine Kleinigkeit mit auf den Weg zu geben, das war schon sehr schön. Oh, immer ein gern gesehener Mensch. Oh, absolut. Ja, selbstverständlich gibt es noch was. Ich stand heute Morgen 7 Stunden in der Küche und habe Punsch gekocht. Selbstverständlich gibt es noch was. Ich habe einen ganzen Tanklaster mitgenommen nach Frankenberg. Ja, na selbstverständlich. Und dann mit einem kleinen Löffel in den Tanklaster gekippt. Ja. Sehr gut. Ich habe auch ein paar lustige Menschen hier stehen. Also wundere dich nicht, wenn gleich lustige Menschen was erzählen werden. Sehr gut. Alles klar. Dann spielen wir noch ein bisschen Liebesmusik und dann geht's los. Oh, ja. Werbung. Hier stehen bei mir rum zum Beispiel die Steffi und der Michael und der Olaf und die Linda und die Janina und die Sandra und die Sophia und der Thomas. Und von Thomas wurde mir gesagt, das ist der Mann, der muss auf jeden Fall reden. Wenn einer redet in der Abteilung hier, dann muss es der Thomas sein. Du redest also gerne. Ich werde verdonnert. Ah, okay. Verstehe. Du machst hier im Krankenhaus was? Ich bin gebürtiger Krankenpfleger, sag ich mal, und mache Ausbildung für Grundschüler und bin in deinem Jetzt hatten wir hier ja neulich den Brand, das ist knapp einen Monat her. Wie ist so im Team so die Stimmung, die Laune? Geht's wieder bergauf? Ja, eigentlich schon. Das große Ereignis hat natürlich viele geschockt, aber es geht. Okay, also die Laune ist hier auf jeden Fall gut. Ich treffe auch ganz viele Menschen mit einem Grinsen im Gesicht, schon bevor sie meinen Punsch ertragen müssen. Danach grinsen sie auch noch, haben höchstens eine verbrannte Zunge, aber ansonsten ist alles sehr schön hier. Ja. Die Kallen, die taugen offensichtlich ganz gut. Komisch, aber ich weiß, was das ist.
Richtig aus. Ich sollte mal kurz was sagen. Schreit mal! Ja. Wir sind ja, hallo, wir sind vor dem Krankenhaus, wir können doch nicht rumschreien, Silvia, Mensch. Lachen ist, Lachen klappt.